Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution zur 21er-Version in Burundi im Aufnahmestream auf Twitch und Aufnahme für die YouTube. Das heißt, das ist für euch auf YouTube produziert. Also macht euch darüber keine Sorgen, dass es jetzt als Livestream stattfindet. Nutzt vielleicht sogar die Chance, wenn am Mittwoch planmäßig wieder einer stattfindet. Link zum Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung und dann ja eben auch zum Stream, wenn er denn dann läuft. Aber ja, genug dazu. Wir waren beim letzten Mal dabei, neue Zinssätze zu verhandeln, für weniger Schulden und Schuldenerlass zu beantragen bei Weltbank und Währungsfonds. Das hat auch geklappt sogar und auch die Zinssatzverhandlungen haben geklappt, aber das war irgendwie weniger, als ich mir erhofft habe, und beziehungsweise die verwerfen die Änderungen auch wieder. Was aber viel interessanter ist, was wir festgestellt haben, wenn wir jetzt, wir können anscheinend unsere ganzen Schulden einfach tilgen, weil wir Haushaltsreserven haben, die anscheinend schon größer sind, als ich jetzt gedacht hätte. Deswegen machen wir das doch einfach mal. Und der nächsthöchste Zinssatz, ich weiß nicht, was bei den Briten los ist, wenn die müssten eigentlich schon einen Zinssatz haben, hier steht nur was von 0, das verstehe ich nicht so ganz. Aber gut. Und hier war der Tipp, klick auf im Chat auf Twitch gerade, klick auf, mal auf die Spaltenüberschrift, derzeitige Gesamtverschuldung. Moment, oder meinst du hier derzeitiges Gesamtdarlehen? Ne, hier kann man nicht sortieren. Ich weiß nicht, wie du das so meinst, aber so klappt das auf jeden Fall gerade nicht. Aber ich bin wahrscheinlich auch einfach doof, wie oft, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal bei den USA noch das Darlehen zu tilgen. Bis jetzt hat das alles ganz gut funktioniert. So, ja, die Haushaltsreserven sind sogar immer noch da. Dann bei Frankreich, gut, die haben halt ein krass hohes. Was ist, wenn wir da? Da steht auch was von Tilgen, aber kann ich mir nicht so ganz vorstellen, dass das drin ist, bei dem hohen, was wir da haben. Ich habe zwischen den Folgen speichere ich ja immer. Ich guck mal, was passiert, wenn, was passiert, wenn wir einfach das jetzt bei den Franzosen auch noch tilgen wollen. Darlehen tilgen. Jetzt haben wir keine Reserven mehr. Ach, guck mal, jetzt haben wir das getilgt, was wir tilgen konnten. Ah, verstehe. Jetzt haben wir keine Haushaltsreserven mehr. Aber wir haben einen super Überschuss. Ich würde sagen, den versuchen wir erstmal beizubehalten, lassen die Zeit ein bisschen laufen. Wir wollten ja sowieso ein bisschen die Füße stillhalten, wenn jetzt demnächst der Wahlkampf kommt. Genau. Ja, also das läuft hier richtig gut. Ich bin da richtig überrascht, wie viel man da auf einmal freimachen konnte an Geldmitteln, was wir jetzt im Überschuss haben. Also, wenn wir jetzt das nächste Quartal vor uns haben, dann können wir wahrscheinlich wieder ordentlich Haushaltsreserven aufnehmen und huch, ja, das ist wieder aufgehoben worden. Welch eine Überraschung. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder ein neues Quartal gehabt, oder was war das zum Oktober? Wie sieht es denn jetzt aus mit den Zinssätzen? 0%, 0%, 0%. Hä? Haben die alle komplett ihre Zinssätze fallen gelassen? Die Zinssätze sind weg. Was ist denn da los? Okay, da treffen wir uns mit dem. Wir haben wieder Haushaltsreserven, wie sich. Genau, das Quartal war rum. Das heißt, wir können hier schon wieder weitermachen. Und dann würde ich sagen, gut, hier stehen jetzt gar keine Zinssätze dabei. Da kann man jetzt schlecht vergleichen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, dass da jetzt keine stehen, weil hier steht ja was darunter, Zinsen. Oder sind es wahrscheinlich die Zinsen, die draufgekommen sind? Ich weiß es nicht genau. Hier ist unsere Wachstumserwartung. Aha. Stagnierende Arbeitslosigkeit, 5%, dabei bleibt schon länger. Die Amerikaner haben was entdeckt. Haben noch was entdeckt, die können jetzt Tiere wieder beleben hier. Mehrere gleich, auf einmal. Wobei eigentlich, wenn da was von keinem Zinssatz steht, dann müssen wir ja eigentlich gar nichts machen, oder? Dann können wir es ja eigentlich so, ne, so lassen. Wenn wir jetzt wirklich keinen Zinssatz mehr bezahlen, ich möchte das gar nicht wahrhaben, dass die uns hier einen Kredit geben ohne Zinssatz.
Aber gut, dann ist das so. Dann nehme ich das gerne hin. Soll mir recht sein. Gut, dann... Und wir werden in einem Jahr, denke ich mal, nochmal fragen, dass die uns die restlichen Schulden hier erlassen, Internationaler Währungsfonds und Währungsfonds und Weltbank. So, wann war das? Im August 2025 wollte ich dann nochmal nachfragen. Mal gucken, ob ich mir das behalten kann. Und genau. Wir haben jetzt auch wieder, wie gesagt, Reserven angespart und da kann man überlegen, was man mit denen macht. So. Der Papst ist tot. Es lebe der Papst. Ja, schön. Nee, nicht schön. Aber zur Kenntnis genommen, das wollte ich damit sagen. Das haben wir jetzt mal zur Kenntnis genommen. Aber wir sind ja laizistisch, von daher ist jetzt nicht so wichtig. Okay. Dann, was machen wir als nächstes? Wir lassen erstmal die Zeit weiterlaufen und wie gesagt, wir müssten eigentlich die Füße stillhalten wegen der Wahl nächstes Jahr. Und ich bin jetzt die ganze Zeit am Überlegen, wie wir jetzt am besten weitermachen mit unserer finanziellen Situation. Und wir müssen wieder jemanden reinschicken. Und ich glaube, wir machen es tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal warten, bis wir, oder was heißt warten, aber so ein bisschen, nicht, dass wir nicht gar nichts investieren, aber dass wir zumindest weniger investieren, bis unsere Schulden weg sind. Weil ich sehe da schon das Licht am Ende des Horizontes, dass wir bald wohl schuldenfrei sein könnten, weil das ging jetzt deutlich schneller, als ich gedacht hätte. Das ist interessant auf jeden Fall. So, Kallix der Vierte ist der neue Papst. Das ist schön für ihn. Glückwunsch. Habemus Papam. Oder sagen wir mal Habetis Papam, weil ich bin kein Katholik. So, jetzt die Lateiner werden verstehen, was ich meine. Ich hoffe, das war richtig. Ich glaube schon. Und haben den Krebs. Ach ja, genau. Wir könnten jetzt halt auch wieder ordentlich Investitionen hier reinstecken. Ne? Moment. Hier ins Budget. 11% ist ja ordentlich was wir da an Geld zusammen haben wohl. Oh, die Lebenserwartung ist wieder gesunken. Guck mal, die sinkt langsam wieder. Alles Idioten, ja. Inklusive mir. Und die Bevölkerung pro Krankenhausbett, die wird halt auch immer schlechter. Aber gut, das versuchen wir in den Griff zu bekommen. Da haben wir jetzt schon neue Krankenhäuser in Auftrag gegeben. Wir verhindern schon die Spannung, aber nicht mit der Religion, Freunde. So. Und da ist es ja auch bald wieder zu Ende. Wie sieht es aus mit der Kaufkraft? Mies. Ja, wie gesagt, das ist mir ein Rätsel. Die Kaufkraft ist ein riesiges Rätsel für mich. Die ist sehr willkürlich, finde ich, verhält die sich. Aber gut. Welches Jahr? Das Jahr 2024. Nee, das Jahr ist der Haushalte bleiben. Kompliziert. Oder ein Rätsel, wie sich das mit der Kaufkraft verhält. Das wollte ich halt einfach nur sagen. Nun gut. Aber so im Großen und Ganzen entwickelt sich das weitestgehend positiv bei uns. Wachstum geht wieder ein bisschen zurück, aber warum sollte man sich aufregen, dass das Wachstum zurückgeht? Es ist bei fast 10%. Ich weiß noch, wie es mit der Inflation aussieht, ist vielleicht auch noch interessant, die gleicht sich dem halt an. Und das sieht jetzt halt nicht so gut aus gerade, ne? Bin mal gespannt, ob das noch krass nach oben geht. Und ob man da schon gegensteuern sollte. Das Problem ist halt, wenn man den Leitzins anhebt, dann bremst es natürlich auch das Wirtschaftswachstum, ne? Ist die Frage, ob man das möchte oder... Unser eingeschleuster Agent. Ja, da bin ich mir halt nicht sicher. Aber das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Kaufkraft, keine Frage. 9% Inflation, wenn die Löhne nicht mitwachsen, was sie meistens nicht auf Anhieb tun, ist halt dann erstmal nicht so gut für die Leute, für die einfachen Leute, ne? Aber wir können ja irgendwann nochmal den Mindestlohn oder sowas anheben. Haben wir das überhaupt mittlerweile schon gemacht? Ne, wir haben noch keinen Mindestlohn eingeführt. So. Ich krieg gerade auch aus dem Twitch-Chat den Vorschlag, den Leitzins zu erhöhen. Ja, könnte man vielleicht machen. Da frage ich doch gerade mal den Twitch-Chat. Ein Vorschlag, vielleicht 2% oder so, ist der erste Vorschlag.
Dann warte ich da gerade noch mal vielleicht auf den einen oder anderen Vorschlag. Falls noch was irgendwas anderes kommt, dann werde ich es zum Ende des Jahres den Leitzins erhöhen. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. Ja, es geht halt weiter hoch, ne? Weißt du was? Ich gehe damit einfach. Ich gehe einfach mit dem Vorschlag. Danke für den Vorschlag. Gehen wir mal auf 2% hoch. So, Geringerung des Glücks, Anhebung der Zinssätze. Genau. Nachteil ist halt, wie gesagt, dass wahrscheinlich jetzt auch das Wirtschaftswachstum erstmal runtergehen wird. Gut, ich muss ehrlich gestehen, ich mache normalerweise nicht viel mit Zinssatz. Ich mache den meistens ganz runter und belasse ihn dabei. Aber ich habe auch häufig nicht so krasse Wachstumszahlen, glaube ich, bei den Spielständen, die ich so in letzter Zeit hatte. So, Energiebereich, das wird bald wieder besser. Wir bauen gerade ein Kraftwerk. Oh, das haben wir, guck mal, wir haben das fast schon komplett erreicht. Wir sollten am besten gleich schon das nächste Kraftwerk bauen, wenn ich mir das so anschaue. Oha. Krass. Okay, ich glaube, wir sollten da wirklich schon mal. Okay, wir haben das nächste Jahr erreicht. Wir sollten da vielleicht schon mal das nächste Kraftwerk bauen. Auftrag geben. Wie sieht's aus mit unserer Schuldensituation? Wir haben mal wieder ordentlich was angespart an Haushaltsreserven. Dann würde ich das in Infrastruktur investieren. Solange wir hier keine Zinssätze haben, sehe ich jetzt auch keinen Bedarf darin, da was zu tilgen. Schmieden Sie das Eisen, solange es heiß ist. Ja, wir bauen nochmal ein Kraftwerk, weil ich das schon sehe, dass es schon wieder bald knapp wird. Noch ein neues Kraftwerk in Burundi. So. Huch, sehr viel. Budgetüberschuss bei 13%. Hier ist unsere 9,1. Gut, Wachstumserwartung für ja. das Ende des Guter Wert, Jahres. unsere Wirtschaft ist dynamisch. Im Großen und Ganzen alles super. Ah, und wir sind bei. Nee, war mal bei 4 und jetzt wieder bei 5. Okay, es stagniert aber allgemein sehr groß. Die Kaufkraft. Hat zwar zugenommen. Wie sieht es denn da jetzt aus, wenn wir uns das anschauen? Ah ja, guck an. Aber jetzt sind wir im neuen Jahr mit einer okayen Kaufkraft. Mal gucken, ob das so bleibt. Oh, Start der Vorwahlen. Die Vorwahlen sind gestartet, Herr Präsident. Diese internen Wahlkämpfe in den politischen Parteien bringen dann die Kandidaten hervor, die gegen Sie antreten in 135 Tagen. Ihre Popularität ist ausgezeichnet bei den Aktiven. Jetzt heißt es nicht auszuweichen, sondern Ihre Kandidatur bekannt zu geben, Herr Präsident. Wollen Sie sich der Sozialistischen Arbeiterpartei vorschlagen, Herr Präsident? Ja, das machen wir. Ich halte nochmal an, ich speichere gerade mal. Vielleicht sage ich mal 25 und schreibe dabei Wahlkampf. Also Beginn des Wahlkampfes, der Vorwahlen, wie auch immer. Wahlkampfbeginn oder Vorwahlen, keine Ahnung. Sag mal Vorwahlen. Ich muss dazu sagen, ich habe fast keine Wahlkampferfahrung im Politiksimulator. Deswegen lege ich den mal an, falls irgendwas krass schief geht. So. So, da kam der Vorschlag, gleich mehrere Kraftwerke zu bauen und so nur den Überschuss zu verkaufen. Ich mache es lieber nach und nach. Ich versuche dann Auge drauf zu behalten, beziehungsweise werden wir informiert, wenn es knapp wird. Oder wird es aber wirklich knapp. Aber es dürfte bald schon wieder so weit sein. Ich glaube, wir haben sehr früh im letzten Jahr angefangen, das Kraftwerk zu bauen und es ist dann auch schon sehr bald fertig. Okay. Sind wir denn schon in der Situation, dass wir jetzt richtig im Wahlkampf sind? Also können wir jetzt keine neuen Gesetze machen, sondern nur noch. Doch, wir können noch. Also der Wahlkampf hat anscheinend noch nicht richtig angefangen, oder was? Kandidaten, die stehen wohl schon fest. Das Programm. Okay, ist noch kein Wahlkampf offiziell. Interessant. Okay, gut zu wissen. So, wir stellen uns wieder auf, aber das gucken wir uns jetzt nicht an. Ich finde diese Ansprachen immer sehr langweilig. Um ehrlich zu sein. Unsere eingeschleuste. Und da wurde wieder ein Agent ermordet. Also gegen die Terroristen kommen wir überhaupt nicht an. Die werden einfach immer mehr. Keine Chance. Obwohl wir gut ausgebildete Agenten haben und halt sehr viele auch noch. Aber da kommen wir nicht hinterher. Naja, gut. Naja, gut. Wir können auf jeden Fall Versprechen abgeben, wieder ein bisschen Geld auszugeben. Und die können wir dann auch noch einhalten. Moment, was haben wir denn hier? Schon wieder jemand entführt worden anscheinend. Na toll.
Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was den Wahlkampf jetzt betrifft, der uns bevorsteht. Das kann sehr spannend werden. Was haben wir denn jetzt hier? Wirtschaftliche Überlegung. Ja. Jetzt sagt er auf einmal wieder, ist das Kraftwerk fertig? Ja, das Kraftwerk ist fertig, deswegen. Ah, okay. Schön für die USA. Moment. Lohnerhöhung. Jetzt wollen sie schon wieder Lohnerhöhung wegen der Inflation haben. Ich würde sagen, wir führen dann irgendwann mal einen Mindestlohn ein oder sowas. Vielleicht könnte man sich überlegen. Wobei es wieder schlecht für Wirtschaftswachstum ist, aber das Wirtschaftswachstum ist ja sehr gut gerade. Von daher ist das vielleicht in Ordnung. Wie sieht es inflationsmäßig aus? Es geht weiter hoch. Hat sich jetzt nicht davon beeindrucken lassen, was wir jetzt da an Leitzins angehoben haben. Und die Inflation ist jetzt auch höher als das Wirtschaftswachstum, was erstmal schlecht ist. Gut, wann sind die Krankenhäuser fertig? Das war im Februar oder sowas darum, ne? Das haben wir jetzt. Oder März, glaube ich, ungefähr. Bin ich mal gespannt. Und wie viele Haushaltsreserven haben wir mittlerweile? Das ist ja wieder ein bisschen weniger geworden, weil wir ein neues Kraftwerk in Auftrag gegeben haben. Aber ja, im Großen und Ganzen eine ganz gute Situation, in der wir uns befinden. Wirtschaftswachstumsmäßig. Also total gesehen ist natürlich die Situation von Burundi katastrophal, aber was wir daraus gemacht haben, ist bis jetzt erstmal ganz positiv. Ups. Zu beurteilen, finde ich. Und da ist schon wieder einer ermordet worden. Wir kommen da einfach nicht weiter bei den Terroristen. Und die wachsen weiter munter, ne? Haben mittlerweile jetzt die Millionen geknackt bei Sympathisanten. Irgendwann sind sie bei 12 Millionen Sympathisanten oder 13. Das ist die gesamte Bevölkerung von uns. Ich sehe es kommen. So, schon wieder Politiker ermordet worden. Aber diesmal kein Minister von uns, ne? Nee, war einfach nur ein Politiker. Okay, na immerhin, in Anführungszeichen. Müssen wir nichts neu besetzen. Und Hauptsache, wir sind nicht selbst. Nun gut. Terrororganisation. Ach so, ja, natürlich. Bekannt. Die bekennen sich, ist klar. Na gut. Steigt weiter die Inflation. Ich weiß nicht auch, wie schnell. Ach guck mal, da geht sogar hoch, das Wirtschaftswachstum. Wie schnell man da mit einer Reaktion rechnen muss. Oder kann, oder wie auch immer. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ja, ich kann es immer noch kaum glauben, dass wir angeblich überhaupt keinen Zinssatz mehr haben. Das finde ich krass. Dann müssten wir als nächste Priorität den Zinssatz beim Währungsfonds bei der Weltbank noch. Da die Zinsen, die Schulden noch erlassen lassen. Erlassen lassen. Schön. Und das machen wir dann im August, hatte ich ja gesagt, weil das dann mindestens ein Jahr her ist vom letzten Mal fragen. Oder vielleicht schon im Juli können wir es auch schon machen. Theoretisch. Aber ja, läuft ganz gut. Die meisten Werte entwickeln sich positiv, würde ich behaupten. Außer jetzt sowas wie Lebenserwartung, das geht leicht zurück. Und auch das mit den Terroristen ist halt doof. Aber im Großen und Ganzen bin ich ganz zufrieden. Gut, Inflation wird auch schlechter. Aber das Wirtschaftswachstum ist super. Das ist mir sehr wichtig, dass das stabil bleibt. Ups. Oder beziehungsweise hoch ist. Darf von mir auch instabil sein, wenn es halt noch höher wird. Wobei zu hohes Wirtschaftswachstum ist, glaube ich, auch nicht so gut. Der Hinweis, denkt an den Wahlkampf. Haben wir denn mittlerweile die Situation, dass wir nur noch Wahlversprechen abgeben können? Ne, wir sind noch nicht im Wahlkampf. Wir sind noch nicht im Wahlkampf. Alles gut. Das dauert noch ein bisschen. Ich denke mal, dann hätte ich jetzt vermutet, werden wir auch nochmal informiert, wenn es soweit ist. Wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Aber was weiß ich. Und das kann auch interessant werden, was unser Wahlkampfbudget anbetrifft, weil das dürfte ja auch ziemlich klein sein, ne? Wie viel das wohl kosten wird, die ganzen Veranstaltungen da zu planen für den Wahlkampf. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein großes Rätsel, das mit dem Wahlkampf noch, weil ich da wenig Erfahrung habe, besonders dann in so einem Land wie Burundi jetzt, was so arm ist und so. Ach, guck mal, da geht's los, Wahlkampagne.
Der Wahlkampf hat offiziell angefangen. Alle Kandidaten sind bestimmt. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, ein Wahlprogramm auszuarbeiten und sich aktiv in den Wahlkampf zu werfen. Schließlich möchte ich Sie auch daran erinnern, dass Sie während der gesamten Kampagne keine neuen Gesetze einreichen und abstimmen lassen können, da dies die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler beeinflussen könnte. Was eigentlich Schwachsinn ist, finde ich, weil ich glaube, in der Realität ist es nicht so. Was Ihre Wahlversprechen angeht, so empfehle ich Ihnen, einige der beliebteren zurückzuhalten und sie erst während der Fernsehdebatte preiszugeben. Gut, und an der Stelle würde ich auch gleich mal fragen, habt ihr Vorschläge für gute Wahlversprechen, die wir machen könnten? Das ist schon mal ein guter Punkt. Und wie es dann mit dem Wahlkampf genau aussieht, das werden wir dann bei der nächsten Folge sehen. Und ich sage mal, Dankeschön fürs Dabeisein, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Verschwören dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 Euro geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.